Ein Segen zwischen Himmel und Erde mitten am Hannover Airport. Die kleine Kapelle im Terminal A ist vielleicht der ungewöhnlichste Ort an einem Flughafen. Heute feiert sie 10-jähriges Jubiläum und das will natürlich gefeiert werden. Als wir vor 10 Jahren die Idee geboren haben und dann auch realisiert haben, haben wir gar nicht ahnen können, wie gut und umfänglich diese Flughafenkapelle von unseren Reisenden, aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen wird. Wir haben jeden Tag zwischen 40 und 60 Besuchern. Wir sind sehr stolz, heute das 10-jährige Jubiläum dieser Flughafenkapelle feiern zu können. Schwerpunkt der Airportkapelle ist die Seelsorge. Die Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr und helfen mit Rat und Tat. Hier am Flughafen kommen die Menschen besonders auf ein Thema oft zu sprechen. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die Probleme mit dem Fliegen haben, als man meistens so denkt. Nicht? Jeder hat schon mal einen kennengelernt, der Flugangst hat. Aber hier in der Kapelle tauchen die dann auch auf, die Menschen. Als Geistlicher am Airport muss man sich aber auch auf einige Überraschungen gefasst machen. Ein abwechslungsreicher Job. Der isländische Vulkan ausbrach vor einigen Jahren, waren ja hier einige gestrandet und ich bin dann durchs Terminal gegangen abends. Da waren dann so Feldbetten aufgestellt und sofort waren die Menschen dabei, oh schön, jetzt haben wir mal Zeit, jetzt sollen wir mal mit dem Seelsorger reden können. Und die Bereitschaft, sich zu öffnen, ist heute bei vielen, vielen Menschen sehr groß. Die kleine Kirche ist die gute Seele des Flughafens. Für Besucher ist sie immer geöffnet. Jeden Dienstag um 12 Uhr findet eine Kurzandacht statt. Und wer vor der großen Reise einfach noch ein bisschen Ruhe tanken will, ist ebenfalls herzlich willkommen.